Guo Yehua, ein 25-jähriger Zweiter der Weltrangliste. Schon zweimal war er im Endspiel bei Weltmeisterschaften. Allerdings gelang ihm noch kein Titelgewinn im Herreneinzel. Schurbeck liegt hier im ersten Satz mit 8:11, nun 8:12 im Rückstand. Die Halle in Novi Sad, ausverkauft 8.000, wollen den Lokalmatador gewinnen sehen. Gefürchtet die Aufschläge von Guo. Vor 5,5 Jahren trat er ja zum ersten Mal in Europa auf. Das war in Jugoslawien. Schurbeck, Bengtsson und die anderen europäischen Spitzenspieler kamen kaum einmal damals gegen ihn über 10 Punkte pro Satz. Inzwischen kennen sie die Aufschläge, aber der Chinese, ein ungemein schneller Mann, der sehr gut platziert und eine äußerst harte Vorhand schlägt. Netzaufschlag, Wiederholung. Rechts eingeblendet die 14 ist für Guo, die 8 Punkte für Schurbeck. Jeder Punkt von Schurbeck laut beklatscht. Im Halbfinale, heute Vormittag gegen einen Chinesen, so kann man es fast sagen, trugen ihn im Viertelfinale, trugen ihn die Zuschauer zum Sieg. Schurbeck, ein Mann, der selbst größte Rückstände aufholen kann, ein Muster an Trainingsfleiß und Einsatzfreude. Hier allerdings 7 Punkte Rückstand. Und gegen diesen Mann dürfte das nur sehr schwer aufzuholen sein. Ein Mannschaftskamerad von ihm, Stipancic und Karakasevic. Schurbeck in der Weltrangliste ja bei weitem nicht so gut platziert wie Guo. Er ist zurzeit an 17. Stelle, Guo, wie gesagt, an 2. Da nutzt alle Schnelligkeit nichts. Der Schuss war einfach zu hart.
20-14, dieser Satz sollte wohl klar an Guo Jehua fallen, der hier nach Novi Sad als eindeutiger Favorit angereist war. Die Mannschaftsführung hatte ihn sogar in den Mannschaftswettbewerben geschont, speziell hier für dieses Herren-Einzel. 20-15 für den Chinesen und nun Aufschlag Schurbeck. Hier liefert Schurbeck ein Beispiel für Einsatzfreude und Kampfeswillen. Er gibt keinen Satz frühzeitig auf. Ja. 18-20. Also wieder Spannung in diesem ersten Satz, nachdem Schurbeck 4 Punkte aufgeholt hat. Ja. 21-18 gewinnt Guo den ersten Satz. Die beiden nächsten allerdings gingen dann schnell an den Chinesen mit 21-15 und 21-11. Der glückliche Sieger, er spielt also morgen gegen seinen Mannschaftskameraden Kai Shenhua im Finale dieser